Hallo liebe SVE-Fans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe TV 11 Nachschuss. Unsere Elf war heute beim Tabellenführer, dem 1. FC Saarbrücken, hier in Völklingen gefordert. Nach einem 2:2 Unentschieden teilte man sich die Punkte. Was Spieler und Trainer zum Saarderby zu sagen haben, weiß Till Hust. Kalle, 2:2 gegen Saarbrücken, ist heute ein graues Haar dazugekommen? Ja, es sind schon einige dazugekommen. Man muss ja die Dinge dann so sehen, wie sie sich abgespielt haben. Ja, und da sage ich jetzt so kurz nach dem Spiel, ohne dass ich noch mal was gesehen habe, dass wir zweimal sehr gut aus der Kabine gekommen sind. Wir haben eine sehr, sehr gute Anfangsphase gespielt, 15, 20 Minuten. Und haben auch nach der Halbzeit bis zur gelb-roten Karte, finde ich, so gespielt, dass man hätte eventuell auch mehr mitnehmen können. Aber wir sind auch phasenweise dem Gegner hinterhergelaufen. Das muss man einfach sagen. Das ist zum einen der individuellen Klasse des Gegners geschuldet, zum anderen im Aufnahmeverhalten, was nicht immer optimal war. Und dann muss man am Ende des Tages unterm Strich mit dem 2:2, gerade auch wenn man den Zeitpunkt mit in Betracht zieht, muss man mit dem 2:2 zufrieden sein. Wie wichtig war das heute für die Moral der Mannschaft, jetzt gerade so zum Rückrundenstart nach der Winterpause? Ja, ich hoffe, dass wir daraus, aus diesem Erlebnis, ein paar positive Punkte mitnehmen können. Und vielleicht bringt es uns 1-2% nochmal im sich auf dem Platz helfen, im sich positiv anfeuern, positiv unterstützen, dem Nebenmann die Hilfe laufen. Ja, vielleicht gibt es nochmal 1-2% mehr. Wir haben jetzt ein schweres Auswärtsspiel vor der Brust, das nächste. Und das wollen wir so angehen, dass wir alles dafür tun, dass wir in Offenbach dann die nächsten Punkte holen. Was erwartet euch gegen Offenbach? Konntest du den Gegner schon ein bisschen analysieren? Oder dein Trainerteam insgesamt? Nee, bin ich ehrlich, noch nicht. Natürlich habe ich mir das Hinspiel noch mal angeschaut, schon letzte Woche, aber ganz kurz nur reingeschaut. Und dann gibt es so einen Sender im Fernsehen, ich glaube, der überträgt am Montag live. Dann schau das mal und viel Erfolg, gell? Leandro, herzlichen Glückwunsch zu dem Punktgewinn in Saarbrücken 2:2. Es war ein unheimlich intensives Spiel. Wie hast du es erlebt? Du warst ja heute gefühlt überall auf dem Platz. Ja, das war das gleiche Gefühl wie du. Ja, sehr intensives Spiel. Wir haben gegen einen sehr starken Gegner gespielt. Wir sollen nicht vergessen, dass Saarbrücken zu Hause hat 10 Mal zu Hause gespielt. 9 Siegen, ja, und 1 Unentschieden. Sehr starke Gegner. Und war nicht einfach. Gott sei Dank, von Anfang an, wir waren schon wach. Wir machen den 1-0. Und dann das Spiel ungefähr unter Kontrolle gehabt. Aber dann in der zweiten Halbzeit, diese gelb-rote Karte, da macht das Spiel total anders. Ja. Wir müssen diese momentane Sieg mit ganzen Kräften verteidigen, aber hat nicht gereicht. Ich glaube auch, der erste 1-1 von Marco Kelgumbe war in Abseits. Aber ja, am Ende, mit ein bisschen Glück, wir haben den Unentschieden gehabt. Ja. Würdest du sagen, es war ein Sieg der Moral heute? Ich glaube, wenn wir schauen, war nur ein Punkt. Aber für uns war ein sehr wichtiger Punkt. Für unsere Moral, hast du auch gesagt. Ja. Wir müssen bis zum Schluss immer kämpfen. Diese Saison wird nicht einfach. Und ich glaube, viele von uns, wir glauben an diese Belohnung, vielleicht um wieder in der Relegation zu sein. Ja. Wir versuchen unsere Beste mit unserer ganzen Kraft und mal schauen, was passiert bei letzten Spieltag. Ja. Nächste Woche wird es ja wieder ähnlich schwer gegen Offenbach. Was erwartet euch dort? Ich glaube, wir sind auch so. Jedes Spiel ist sehr wichtig für uns. Wir dürfen keine Punkte mehr schenken, wenn wir wollen dieses Ziel erreichen, das ist die Relegation. Und natürlich am Samstag gegen Offenbach wäre so ein ähnliches Spiel wie heute, glaube ich. Ich hoffe nicht so mit vielen Emotionen, mit 1-0 reich, aber ich glaube, es wird so ein sehr intensives Spiel auch. Ja. Hast du das Gefühl, die Mannschaft ist noch näher zusammengerückt als vielleicht noch in der Hinrunde? Ja, war nur ein Spiel heute und wir müssen noch weiter arbeiten und weiter kämpfen. Ja. Aber wir haben heute ein gutes Gesicht gezeigt, ja, dass wir kämpfen alle zusammen und bis zum Ende. Ja. Das war sehr schön. Vielen Dank, Leo. Danke. Kevin, 2:2 gegen Saarbrücken. Wie hast du das Spiel für dich empfunden? Na, heute ich bin sehr glücklich für die Mannschaft und für mich.
2-2 in Saarbrücken. Ich denke, ist ein gutes Resultat. Und so, wir sind glücklich. Ja, Frank, ich habe zwar keinen Hut an, aber ich ziehe ihn trotzdem von deiner Leistung heute. Wirklich überragendes Spiel, gerade auch in der ersten Halbzeit. Hast du, denke ich, da wirklich tolle Dinge rausgehauen. Wie hast du das Spiel, das 2-2 in Saarbrücken, erlebt? Ja, war ein bisschen eine Achterbahn der Gefühle. Wir sind natürlich mit dem 1-0 sehr gut in das Spiel gestartet. Ich glaube, besser hätten wir uns nicht vorstellen können. Und ja, machen hier ein gutes Spiel. Auch in der ersten Halbzeit gut dagegen gehalten. Die Saarbrücker kommen mit sehr viel Wucht immer, auch bei Standards, das hat man gemerkt. Und da hat man dann auch mit Sicherheit in der einen oder anderen Situation auch ein Quäntchen Glück dabei auch. Ja, dann geht es in die Pause mit dem 1-0, kommen wir raus, machen auch wieder ein gutes Spiel, halten auch gut dagegen. Dann kommt die unglückliche gelb-rote Karte und die hat uns natürlich erstmal zurückgeworfen. Dann war klar, dass Saarbrücken das Heft in die Hand nimmt. Hatten gefühlt, glaube ich, so kam es mir vor, 90% Ballbesitz in dem Moment und haben gedrückt und gedrückt. Wie dann das 1-1 fällt, ist natürlich ein bisschen ärgerlich, dass der Ball dann so ärgerlich ihm vor die Füße fällt. Ich glaube, Kevin Mack war es, der reflexartig an den Schuss den Ball irgendwie blockt und ihm fliegt er genau vor den Fuß. War natürlich dann bitter für uns, dann hast du das 1-1, bisschen Mann weniger. Ja, dann mussten wir uns erstmal wieder sammeln, aber da sind wir halt geschwommen ohne Ende. Dann kam noch die Situation zum 2-1 und dann denkst du erstmal, jetzt läuft schon wieder alles gegen dich heute, ist ja Wahnsinn. Aber Riesenkompliment, Riesenrespekt an die Mannschaft, dass wir bis zum Schluss, wirklich bis zum Schluss, wie man am Ende dann auch gesehen hat, an uns geglaubt haben und diesen Punkt noch mitnehmen wollten. Und ich finde es, auch wenn Saarbrücken vielleicht mehr Ballbesitz hatte, finde ich es trotzdem verdient für uns, dass wir, gerade weil wir dran geglaubt haben und weil wir gekämpft haben, diesen Punkt hier noch mitgenommen haben. Du hast schon gesagt, auf dem Papier ist es nur ein Punkt, aber für die Moral ist es umso bedeutender, oder? Richtig, richtig. Klar hätten wir gerne die 3 Punkte hier mitgenommen, aber nach dem Spielverlauf, glaube ich, kann das manchmal so ein Ergebnis viel mehr wert sein als 3 Punkte. Hört sich jetzt vielleicht ein bisschen dumm an, aber wie war es denn in der Hinrunde teilweise, wenn ich jetzt nur mal das letzte Hinrundenspiel nehme vor der Winterpause gegen Stuttgart, da war es genau andersrum. Da standen wir nach dem Spiel alle da und haben uns gefragt, sag mal, was haben wir denn angestellt, wieso bringen wir das Ding nicht über die Bühne? Waren danach natürlich down, da war auch gut, dass dann die Winterpause kam, um das zu verarbeiten. Und ich glaube, dass heute zeigt, dass wir daraus gelernt haben und den Schalter umgelegt haben und wir das jetzt einfach mitnehmen müssen, dass wir bis zum Schluss immer dran glauben müssen und kämpfen müssen und dann schauen wir mal, was in den nächsten Wochen alles noch so passiert. Jetzt konntet ihr dem vermeintlich stärksten Team der Liga ja diesen Punkt abluchsen. Was gibt euch das für Kraft für die nächste Woche auch für Offenbach? Ja, wie gerade schon gesagt, also das Selbstvertrauen muss dadurch natürlich gesteigert werden, wenn man hier so gut dagegen hält, dann kann man viel Positives aus dem Spiel mitnehmen für die Zukunft und auch im Hinblick auf das Spiel in Offenbach, was mit Sicherheit auf gar keinen Fall leichter wird als heute. Da wird uns dasselbe erwarten und auch da gilt es genauso dagegen zu halten wie heute. Stefano hat gestern auf der Pressekonferenz gesagt, ihr seid als Mannschaft noch stärker und enger zusammengewachsen. Würdest du dem zustimmen? 100%, das zeigt das ja heute. Erlebst du das auch so intern in der Kabine oder auch privat? Ja klar, wir haben eine gute Atmosphäre in der Mannschaft, wir sind füreinander da und haben ein gutes Klima hergestellt, aber das war auch vorher schon da. Also es ist jetzt nicht so, dass es vorher nicht so war, aber wir sind nochmal ein ganzes Stück weit enger zusammengerückt und das gilt es weiterhin beizubehalten und dann positiv in die Zukunft zu schauen. Wie würdest du den Satz beenden, das Unentschieden heute in Saarbrücken war für die SVE ein? War Gold wert.